Mario Kart 8! Und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück nach viel zu langer Zeit zu Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass DLC. Ich habe den Namen vergessen, dafür habe ich aber umso mehr Bock, hier heute reinzustarten. Und da sind sie auch schon, die neuen Charaktere. Diddy Kong, Funky Kong, Pauline und Peachette. Also erstmal alle da draußen, cringe, wer nicht Funky nimmt. Und wir haben wieder irgendeinen Garbage freigeschalten. Guys, wenn ihr von Mario Kart 8, beziehungsweise bald dann auch Mario Kart 9 hoffentlich nichts verpassen wollt, gerne ein Abo da lassen. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Und zwar mit dem Eichelcup, Rom Rambazamba, das DK-Bergland, Daisys Piste und die Piranha-Pflanzenbucht. Und ihr wisst Bescheid, falls ihr die ganzen anderen Strecken nicht gesehen habt, checkt oben auf jeden Fall hier das i aus. Da sind sie nochmal alle verlinkt. Das war geisteskrank. Und jetzt kommen wir zur letzten Welle des Booster-Streckenpass. Ich bin so gehypt. Wir starten direkt rein. Rom, Ramba, Zamba. Oh mein Gott. Und wir sind Funky. Oh mein Gott. Er ist so cool. Er ist so cool. Und let's go. Ihr könnt mir gar nichts. Komm, ihr macht mal alle Abstand hier jetzt. Da vorne ist einfach das Kolosseum. Wir fahren da sogar rein. Ich sag's euch. Let's go. Bam. Schade, das war komplett daneben und lost. Ich habe seit der letzten Welle nicht mehr Mario Kart gespielt. Bitte verzeiht, dass wir heute überall Letzter werden. Es sieht aber schon sehr, sehr episch aus. Das könnte, also Real Talk, so wie das aussieht, das könnte auch so ein bisschen Athen sein. Weiß ich nicht, mit diesen ganzen Säulen hier. Irgendwie so griechisch-römisch. Aber ich sehe da den Unterschied nicht, weil ich habe keine Ahnung von Geschichte. Da war so Cäsar und dann war Obelix und Obelix hat Kolosseum kaputt gemacht. Das ist das, was ich weiß. Und das war auch schon die erste Runde, okay, aber das ist eine Tourstrecke. Das heißt, jede Runde ist einzigartig und das ist natürlich zu episch. Ey, ich finde es cool, dass Funky sein Surfbread dabei hat. Das ist nämlich eine bananenstarke Sache. Das ist lustig, verstehe, wegen Affen und Bananen. Ich sollte ganz dringend meine Freizeit anders verbringen. Nee, ich bin doch nicht Erster, ist eine Lüge. Ich bin wirklich nicht Erster. Hans Fritzke hat mich überholt hier links. Aber da kommen wir mit dem Drone. Mein Gott, habt ihr den grünen Panzer gerade gesehen? Das war so damn close. Yes, let's go. Oh ja. Oh, wir können auch mal flyen. Und zwar überall. Oh, mit Wasser und so. Das sieht so schön aus. Real Talk, sehr, sehr schöne Strecke. Oh nein, ich muss die gleich bewerten. Ich habe so Angst, die Strecke zu bewerten. Oh, jetzt kommen die Kettenhunde. Was machen... Oh, mein... Okay, übertreibt komplett. Hier ist wieder irgendwer auf dem Pferd. Man weiß nicht... Oh, ich habe direkt wieder eine Hupe bekommen. Jetzt blauer Panzer, komm doch. Ich esse dich auf. Sowas von. Panzer zum Frühstück. Boah, da habe ich schon wieder... Habe ich schon wieder Bock drauf. Das ist, wenn man in die Kamera guckt. Ist okay. Da sind Fuzzies in der Luft. Donkey Kong. Du kannst... Let's go. Ich habe vergessen, dass wir schon in der letzten Runde sind. Das war mit DK gerade ganz schön close. Aber Funky reißt das Ding wie Blätter in der Schreddermaschine. Ihr wisst Bescheid, Guys. Kommen wir direkt zum nächsten Rennen. Die Strecke war auf jeden Fall eine solide 7 von 10. Die war sehr krass. Jetzt kommt das DK-Bergland. Und wir starten natürlich rein. Werden natürlich wie immer von allen überholt. Die Piranha-Pflanze, Mutant Tyrannia, hat mich gerade komplett abgelenkt. Weil ist ein neuer Charakter und ich bin nicht gewohnt, die zu sehen. Und wir ballern uns hoch auf den Berg. Bäm. Oh, der Vulkan, schaut euch den an. Das sieht so geistesgestört aus. Das Emulator 4K. Das wäre insane. Let's go. Ich hätte vielleicht zwei mitnehmen sollen. Das sieht... Schaut euch mal den Hintergrund an, wie insane das aussieht. So wie halt Donkey Kong sein muss. Ich sag's euch. Die Fässer sehen auch super detailliert. Das Gras sieht sehr einfarbig aus. Wir können hier springen. Natürlich können wir hier springen. Let's go, erste Runde. Und wieder wird sich auf diesen zu epischen Vulkan gefeuert. By the way, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Instagaming, wo ihr das Spiel nochmal ein paar Prozente günstiger bekommen könnt. Checkt das auf jeden Fall aus. Ist wie immer mega nice. Und da ist der rote Panzer. Danke für gar nichts. Schön hier die Inkuh. Was war das? Da ist irgendwas Großes gerade runtergehüpft. Ich habe das genau gesehen. Let's go, springen, sprung, sprung, sprung. Komm, komm, komm. Let's go, ein paar Sprünge rein da. Wisst ihr, was jetzt kommt? Ein blauer Panzer. Ist das nicht schön? Boi, boi. Wie kommt er mit der Kanone auf Platz 2 oder so? Wie konnte er mit einer Kanone hinter mir sein? What the hell? Ey, die Strecke ist super insane. Ich sag 6 von 10. Sie ist nicht ganz so detailreich wie die in Rom. Aber eine sehr, sehr stronge Strecke. Ihr wisst Bescheid. Weiter geht's. Daisys Piste. Da sind sie auch schon, die beiden, Luigi und Daisy, wie sie hier oben auf dem wunderbaren Brunnen dancen und starten direkt rein. Ihr seht, das Streckenlayout sieht sehr easy aus tatsächlich. Da sind sie, die beiden. Hallo. Viel Spaß beim Dancen. Jetzt werden wir halt auch von jedem überholt, oder?
Oh, da sind sie auch noch mal in Babyform. Krass. Bam, weg mit euch. Let's go, wir haben die Items. No, no, einfach in die falsche Richtung gedriftet. Was ist mit mir los? Okay, die Strecke ist auf jeden Fall sehr, sehr übersichtlich und einfach. Die wird schnell gefahren sein. Oh, das wird actually sehr, sehr eng, glaube ich. Ich glaube, wir werden nicht Erster. Und by the way, ich habe komplett vergessen, euch die ganzen Charaktere zu zeigen. Normalerweise wechseln wir ja nach jeder Strecke den Charakter, aber das habe ich jetzt völlig vergessen. Guys, das machen wir dann in der nächsten Folge. Deswegen am besten jetzt ein Abo da lassen, damit ihr die Folge morgen nicht verpasst. Bam, weg mit dir, let's go, so wichtig, den behalten zu haben. Let's go! Direkt vorm Ziel haben wir ihm nochmal so eine rote reingedrückt. So muss es und nicht anders. Die Strecke ist okay, würde ich sagen. Es ist nichts Besonderes, es ist nichts Langweiliges. Ja, 6 von 10 auf jeden Fall. Kommen wir zur Piranha-Pflanzenbucht. Die sieht unfassbar episch aus. Ist die neu oder ist die vom 3DS? Ich kann mich nämlich an sowas unter Wasser mit so Schiffen und so erinnern, so geistermäßig vom 3DS. Aber es kann auch sein, dass das mal wieder eine komplett neue Strecke ist, weil da stand jetzt nichts dabei. Wir werden es erfahren. Und die Strecke sieht so gestört gut aus. Wie episch. Und back into the Wasser. Unter Wasser. Oh, hier teilt sich der Weg. Wir fahren rechts lang. Das sah kürzer aus. Hier sind Pflanzen, die uns wahrscheinlich essen wollen. Aufpassen. Und wir können fliegen. Let's go. Komm. Hui. Oh, wir fliegen sehr, sehr schnell nach unten. Es sieht aber real talk insane aus. Ab unter Wasser. Es sieht so schön aus. Ich glaube, das hier wird meine favorite Strecke aus dem ersten Cup der Welle. Es sieht wirklich insane aus. Real talk. Sehr schön. Ist ein bisschen kurz. Obwohl es eigentlich ganz lang aussieht, aber trotzdem sehr, sehr episch. Auch hier mit diesen Piranha-Pflanzenköpfen links und rechts. So aus Steinen. Das sieht so gut aus. Oh, stimmt, die Strecke verändert sich ja. Oh, hier ist ein bisschen kaputt der Weg, aber kein Problem für Funky. Den Jump-and-Run-König. Danke für gar nichts an der Stelle. Oh, man kann da rechts hoch. Wir werden es nie erfahren, was da oben ist. Nein, jetzt sehe ich nichts. Wobei, im Wasser geht's ja weg. Safe, ja. Es wird wieder etwas epischer. Oh, schön dran vorbei. Hier vielleicht nicht über den Bo. Man kann da hoch, ich wusste das nicht. Letzte Runde. Die Strecke verändert sich natürlich wieder. Wir kommen in so eine Kristallhöhle. Oh, das sieht sehr schön aus. Ich mag das Lila. Ihr wisst, ich bin großer Lila-Fan. Wir könnten auch, by the way, mal mein Internet machen. Wie dem auch sei. Auch die Schiffe hier. Es sieht so cool aus. Oh, ich will springen. Ne, wir springen hier. Wir springen hier. Wir springen hier. Weil, wenn wir springen, kriegen wir einen Boost. Genau. Und Link kommt einfach von hinten angefahren. Link, das gibt so einen Panzer. Lol, hier ist die Treppe kaputt. Das heißt, wir fahren nach unten. Der will mich auch essen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir sind wieder vorne. Sind wir Erster. Wir sind so krass, krass. Wir sind so krass. Jeder, der noch kein Like da gelassen hat, ich komme zu dir nach Hause und bewerf dich mit Funkys Gesicht. Okay. Der Pokal sieht wie immer unfassbar langweilig aus. Ich will ihn trotzdem gezeigt haben. Wir haben ein neues Fahrzeugteil, das ist auch cool. Wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie Schatten Marius mich in Mario Odyssey jagen und mir das Leben komplett zur Hölle machen, klickt hier. Sonst lasst einfach hier ein Abo da. Und wir sehen uns morgen zu den weiteren 4 Strecken. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.